wie im Schatten und im Licht. Im Übrigen, die Lösung des Rätsels lautet... Darf ich die lieben Kinder bitten, hierher in einen Kreis, weil wir jetzt beginnen. Was auch immer wir jetzt beginnen. Es gibt auch neue Gäste. Bitte schön, wollen Sie hierher kommen? René. Was dich seitens der Polizei gebeten hat, hierher zu kommen, statt vor dem Parlament zu stehen, weil dort irgendetwas Wichtiges stattfindet. Wir sind sehr flexibel und deswegen stehen wir heute immer am Heldenplatz. Und wir haben gedacht, wir machen heute nicht das übliche Programm mit Reden und sonstigen üblichen Ablauf, sondern versuchen etwas zu machen, wo alle irgendwie mitmachen. Also es hat ja schon begonnen mit dem Ballspiel, was finde ich sehr nett ist. Und ich schlage vor, wir machen einen Redekreis. Das ist eine indianische Sitte eigentlich, wo wir alle im Kreis sind und zu einem Thema sprechen. Jeder kommt dran, der will. Der Ball ist sozusagen... Oder wahrscheinlich das Mikrofon ist der Redestab, vielleicht beides. Das schaut dann sehr royal aus. Und das Thema hat eigentlich die Alexandra heute irgendwie erfunden. Das Thema ist mein inneres Kind. Und da wir ja schon so ein bisschen getrainiert haben jetzt mit dem Ball und dem inneren Kind, was physisch funktioniert, versuchen wir es jetzt auch mal vielleicht seelisch. Ich finde das... wäre vielleicht sehr schön einmal. Es ist so, also der Redestab oder in dem Fall der Ball, das Mikrofon, gehen im Kreis, muss nicht sprechen. Man kann sprechen, ja. Niemand anderer darf dazwischen sprechen. Das ist so eine Rule, also eine Regel. Das heißt, es geht im Uhrzeigersinn von Mensch zu Mensch, zu diesem also wir müssen uns eigentlich hier in einen kleineres... Ja, okay. Okay, also, aber es muss bitte ein Kreis sein, das ist sehr wichtig für die Energie. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind jetzt ein Indianerdorf und die sitzen alle schön brav im Kreis. Es wäre überhaupt toll, wenn wir säßen, aber vielleicht wollt ihr das nicht, das weiß ich nicht. Wir sind halt schon furchtbar zivilisiert. Nein, am Boden sitzen natürlich. Wollen wir das probieren? Okay. Es gibt ja die Waschmaschine. Ich wäre angeknurrt. Oi, okay, war das schon das innere Kind? So, will noch jemand dazukommen? Also bitte einen schönen Kreis machen, das ist wichtig. Es soll kein Loch entstehen. Bitte stopft das Loch, bravo. Sehr schön, ein Kind ist auch da. Perfekt, perfekt. So, also ich gebe jetzt das Mikrofon so rundherum und jeder kann 2 Minuten, 3 Minuten, was auch immer ihr wollt, zum Thema inneres Kind sprechen. Alexandra, was würdest du vorschlagen? Sollten wir das noch präzisieren? Oder willst du mit gutem Beispiel vorangehen? Okay. Also,
Wie wäre es, wenn wir wieder jeder so ein bisschen inneres Kind nach außen zeigen, wie dieser junge Mann, der das ganz natürlich kann? Ich fange halt an. Kindisch genug bin ich hoffentlich noch. Und dann reiche ich weiter und hoffe, dass es ein schöner Kreis wird. Der kann aber auch mehrfach gehen. Das hängt davon ab, was wir für Bedürfnis haben. Also ich bin, wie ich so ungefähr so groß war wie dieser Bub, hier mal mit meinem Großvater gegangen. Und dann schaue ich da, oder er zeigt mir diese Statue. Und ich war vielleicht 3 Jahre alt oder 4 Jahre. Und er sagt zu mir, wer ist denn das? Und ich wusste wirklich nicht. Ich hatte keine Ahnung, wer das sein konnte. Lesen konnte ich auch nicht. Und ich habe nur irgendwo dieses Wort Hitler gehört. Ja. Und dann sage ich, naja, ist das der Herr Hitler? Sagt er zu mir, nein, und Herr ist er auch nicht. Damit habe ich ein bisschen was gelernt. Das ist also meine erste Erinnerung als Kind hier auf diesem Platz. Und ja, auf diesem Platz ist sehr, sehr viel passiert. Auch sehr viel Trauriges. Nicht sehr Schönes. Und wir sind jetzt in einer neuen Zeit. Das spüre ich irgendwie schon seit Längerem. Und ich wünsche mir, dass wir unsere Reinheit und Unschuld und Weisheit, die wir in uns haben, immer wieder aktivieren können. Jeder für uns, jeder Einzelne. Und wenn wir wieder in diese wunderschöne Qualität gehen von Reinheit, Weisheit, Unschuld und Spontanität, das sind die 4 Qualitäten des untersten Chakras. Und das ist eigentlich der Beginn der Welt, auf dem die ganze Welt aufgebaut ist, auf diese 4 Qualitäten. Dann wird diese Welt, die wir jetzt erleben, wunderbar transformiert. Je mehr wir uns das trauen, einfach zu leben, desto mehr manifestiert. Und das ist mein großer Wunsch. Das ist mein inneres Kind, das sich das wünscht. Danke. Neheram. Also ich ergreife jetzt das Wort, muss aber dann leider gehen. Nicht, weil mich nicht interessiert, was ihr zu sagen hättet, ganz im Gegenteil. Aber ich bin sozusagen ein Kurzgast heute nur da, leider. Also mein großer Wunsch ist, dass wir die Kinder wirklich sehen und hören. Und uns beim, so wie vorhin mit dem... und uns nicht über sie beugen, sondern ihnen wirklich zuhören. Weil sie haben Schuld und sie haben diese Weisheit. Und indem wir ihnen zuhören, finden wir den direkten Weg zu unserer eigenen. Und dass wir nicht glauben, sie erziehen zu müssen. Es geht wirklich, in der Bibel steht das wunderbare Wort, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr das Himmelreich nicht erlangen. Und was wir machen, was unsere Erziehung macht, ist von der Wiege an der Versuch, die Kinder so zu machen, wie wir sind. Und das ist exakt der falsche Weg. Vorschlagen. Ich würde vorschlagen, sogar wir so ein Zeichen machen. Weil dann wissen wir die Menschen, wo wir hin sind. Gute Idee? Ja, sehr gut. Es geht so. So, ein Kreis, dann darüber, dann so. Das heißt, überall, wo wir gehen, ist es. Ja. Super.
Chakren waren. Die unteren Chakren sollten mit dem Hoherz überwunden werden, um in höhere Schwingung. Die unteren Chakren sind für sexuelle Sachen und Unterbewusstsein und auf dem Herz, da wird es echt interessant. Hallo. Ja, also ich suche auf jeden Fall auch nach Wegen, mit meinem inneren Kind Kontakt zu kommen, weil ich spüre, dass mich das weiterbringt und ich suche deswegen danach, weil ich die Trauer auch ausleben will, weil ich genau weiß, dass das Weinen befreiend ist und dass ich traurig bin und das geht auf jeden Fall über diesen Weg, über einen Basisweg, über die Wurzeln, wie auch immer. Und also ich habe zum Beispiel gelernt, dass man, wenn man in der Früh aufwacht und als erstes sein inneres Kind fragt, was möchtest du, dann kann man den Stift in die linke Hand geben, mit der man normal nicht schreibt, und die hat eine direkte Verbindung zum inneren Kind und so kann man dann drauf kommen, was es sagt. Also das sind dann sehr banale Dinge und die verbinden einen damit und das ist sehr schön. Danke. Das ist jetzt das erste Mal heute für mich. War eine spontane Sache, aber was ich aufgreifen möchte, war, wie wir glauben, wie unsere Kinder werden sollen. Ich habe selber einen Sohn, der ist 8 Jahre. Und ich finde das so traurig, dass wir Menschen heutzutage uns anmaßen, diese wundervollen Geschöpfe, die auf die Welt kommen und von Anfang an alles können. Alles. Sie können alles. Sie können reden lernen, ohne dass wir ihnen helfen. Fangen an zu gehen, ohne dass sie ihnen helfen. Die unglaublichsten Dinge können sie. Und wir maßen uns an, irgendwann, mit 5, 6 Jahren, ihnen zu erzählen, wie das Leben ist. Ihnen nur den einen Weg zu zeigen und ihnen alle anderen Möglichkeiten abzugewöhnen. Ja. Diese Neugier, die jedes Kind von Natur aus hat, ist spätestens nach dem ersten halben Jahr in der Volksschule weg. Kann man jedes Kind in der Volksschule im Regelschulsystem fragen. Es ist so. Ja. Und leider Gottes ist in Österreich eben diese Unterrichtspflicht. Und es gibt Länder, wo das möglich ist, wo man sein Kind nach seinen eigenen Vorstellungen. Ja, aber du musst das Kind nach einem gewissen Zeitraum prüfen lassen. Ja, also das Kind kann mit 10 Jahren vielleicht nicht lesen, aber dafür Metall treiben oder malen oder sonst irgendwas. Weil jedes Kind bis zum 6. Lebensjahr seine eigenen Entwicklungszyklen hat. Ja? Es lernt, das eine lernt mit 9 Monaten gehen, das andere erst mit 1,5 und so weiter und so fort. Und wir maßen uns an, irgendwann mal zu sagen, so jetzt wirst du gerichtet. Das ist, heißt der Unterricht, ja, gerichtet. Und ja, ich finde immer mehr zurück zu meinem eigenen Kind. Ich habe jetzt sehr viel Freizeit. Ich bin, wie man so schön sagt, zwischen Jobs. Und ja, ich genieße die Zeit sehr und ich wünsche einem jeden hier in der Runde auch diese Möglichkeit, diese Chance. Danke. Kommst du, was der Kollege gerade gesagt hat? Weil die Erziehung eines Kindes ist eigentlich das Wichtigste, was einem dann das ganze Leben prägt. Und wenn man dann schon mit 6 Jahren so in eine bestimmte Richtung getrieben wird und dann praktisch auch so denkt wie ein Erwachsener, dann ist man praktisch nicht mehr auch im Gedanken frei, sondern man ist in bestimmten Denkmustern und kann dann praktisch nicht mehr frei denken, sondern man ist da praktisch gefangen in einer bestimmten Denkmuster. Ja, und
Deswegen ist es auch vor allem für Erwachsene besonders schwierig, jetzt wieder das Kind in sich selbst zu finden. Es ist ein extrem schwieriger Prozess, weil man praktisch genau das Gegenteil von dem machen muss, was man bis jetzt gemacht hat. Und ich denke, da sollte man jeder mal versuchen, weil dann merkt man gleich, dass man alle Sachen wirklich ganz anders angeht. So, manchmal auch vielleicht ein bisschen naiv oder so, aber es ist immer richtiger, als wenn man das jetzt aus der Sicht eines Erwachsenen macht. Ja, ich weiß nicht, ob ich zum Kind zurückfinden muss. Ich bin immer noch Kind geblieben, sagen wir es einmal so. Als Kind habe ich mich immer gefragt, natürlich wird man in die Welt, in diese Welt reingeboren und dann sieht man sich diese Welt an und gleicht sie ab mit den Vorstellungen, die einem automatisch kommen, wenn ein Wesen auf dieser Welt sich findet oder sich bewusst wird. Ja? Und dann sieht man sich die ganzen Vorgänge an. Und natürlich fragt man sich, wieso ist das so, wieso muss das so gehen, wieso muss das so rennen. Und als Kind habe ich mich immer gefragt, was mir bis heute nicht eingeht und was eigentlich, ja, überschattet wird durch diese ganzen Dogmen, welche uns die Wirtschaftsökonomen erzählen. Im Prinzip, wenn man recherchiert, kommt man drauf. Wir leben heute immer noch in einem System, welches sich verschärft hat, sagen wir es, seit dem Zweiten Weltkrieg. Und also, wo der Eintritt der Menschheit in das Industriezeitalter kam. Und mit der Industrie habe ich immer als Kind gehadert. Auch wegen den Arbeitszeiten, auch wegen die in der Arbeit, wo es dieses Autoritäre gibt, wo du nicht hinterfragen sollst, wo du keine anderen Lösungsvorschläge geben musst. Vielleicht ist manches naiv, aber vielleicht kommen andere Lösungen dadurch auch zutage. Und als Kind habe ich gewusst, dass wir Menschen von Jahr zu Jahr jedes Mal bessere Maschinen bauen, produktiver werden. Und für mich als Kind war es klar, dass wir irgendwann einmal die Arbeit komplett hinter uns lassen. Weil als Kind hat mich die Arbeit überhaupt nicht begeistert. Und da ich Kind geblieben bin, begeistert sie mich heute immer noch nicht. Also sinnlose Arbeit. Sinnlose Arbeit. Ein sogenannter Bullshit-Job. Ja? Und als Kind habe ich gewusst, je mehr diese Maschinen zu leisten vermögen, umso weniger Leute müssen dann arbeiten. Und als Kind kam dann die nächste Frage, ja, was machen dann die Leute, wenn sie nicht arbeiten gehen? Was machen sie? Und dann sieht man sich an, wie die Leute ihre Freizeit verbringen mit immer den gleichen Mustern. Und als Kind habe ich mich immer gefragt, ja, warum macht denn der das? Warum geht er jeden Tag um 15 Uhr zum Beispiel ins Wirtshaus und ist dann bis um 9 dort? Und was war sein Gewinn davon? Ja, was gab es da zu gewinnen? Oder was war daran sinnvoll? Oder was hat er für sich gemacht? Oder welche Erkenntnis hat er für sich dadurch gewonnen? Ja? Und das war ja wieder für mich die nächste Frage als Kind. Also wenn diese Maschinen immer produktiver sind und immer mehr leisten, was machen dann die Menschen mit der Freizeit? Und diese Frage, finde ich, hat sich bis heute nicht verändert. Ja? Weil wenn wir den Menschen die Freizeit geben würden, so leider Gottes die traurige Wahrheit ist, ja, die Menschen wissen nicht, was sie mit der ihnen zur verfügbaren Zeit dann anfangen sollen. Also die meisten zumindest, ja, die meisten, nicht alle. Aber die Mehrheit weiß nicht dann, wie sie ihr Leben dann
weiter leben sollen. Und das ist das Traurige eigentlich. Ja. Das hat mich zum Beispiel als Kind beschäftigt. Ja, also ich denke, ein Kind geht ganz anders an viele Sachen ran. Also es hat einfach keine Voreingenommenheit. Es geht mit großer Fantasie ran. Das, für ein Kind ist allein geistig einfach alles möglich. Es baut sich große Welten und es probiert einfach aus. Und auch die Emotionen sind einfach völlig unmittelbar. Also ein Kind hat riesen Freude und wenn irgendwas passiert oder es stürzt irgendwas zusammen, dann weint es auch. Und es darf auch weinen und das ist völlig normal. Und ich denke, ein Kind fragt auch immer, warum ist das so? Dann kommt die Antwort, das ist halt so. Ja, warum ist das halt so? Und dann heißt es oft, ja, jetzt bist du ruhig und brav, weil sonst musst du früh ins Bett gehen oder so. Und dieses Kindliche, das ist völlig das, was eigentlich ein Mensch auszeichnet. Und darum passt es einfach der Welt nicht. Also den Eltern nicht, in der Schule passt es nicht, später auch nicht, im Beruf und so weiter. Darum wird dieses Kindliche ja, ausgetrieben. Ja. Da gibt es Lügen und Schräge und die Vormundung, die Gängelung und ich weiß, wovon ich rede. Und darum denke ich, es ist sehr wichtig, dass man sich entweder zurückbesinnt oder man muss nicht sich zurückbesinnen, sondern man hat dieses Kind, jeder von uns in sich und kann es einfach nutzen. Und das, denke ich, passiert, wenn man diese Dogmen, diese Manipulation einfach ziehen lässt, alte Sachen auflöst und dann merkt man einfach, es kommt wieder diese Kreativität, diese Fantasie, dieses unvoreingenommen an Sachen rangehen und ja. Das innere Kind hat jeder in sich, ja. Sicher verändert sich das in gewissen Sinne. Der Verstand entwickelt sich und das Bewusstsein und macht vieles anders wie das Kind, aber einfach dieses wertfrei rangehen an Sachen, das sollte jeder einfach, sollte sich jeder bewusst machen. Also ich denke, also wenn man erwachsen wird, dann verfliegen viele Illusionen, die lösen sich dann auf. Aber wichtig ist, dass man trotzdem irgendwie noch das innere Kind versucht beizubehalten oder wiederzufinden. Denn ich denke, das ist der einzige Weg, um wirkliche Freiheit irgendwie zu erreichen. Also durch die Erziehung in der Schule, das ist eigentlich die subtilste Form der Sklaverei, weil man sich quasi selbst versklavt durch sein Unterbewusstsein. Und das ist eigentlich noch schlimmer als ja, die anderen Gängelungen vom Außen. Weil die meisten Menschen sind innerlich komplett, also nicht komplett, aber teilweise unfrei. Weil sie glauben, irgendein Bild nachzulaufen, was sie meinen, sein zu müssen. Was aber nicht von ihnen selbst kommt, sondern was ihnen eingeredet worden ist. Durch ganz viele subtile Botschaften, durch die Werbung, durch die Erziehung und so weiter. Deswegen denke ich, ist das eigentlich ein ganz wichtige Sache, die man versuchen sollte, beizubehalten. Oder wiederzufinden, wieder zu erlernen. Ja, Kind lebt von Moment zu Moment, glaube ich. Und das ist das, was wir behalten sollten, wenn wir können. Und dann wird man halt größer. Ich war kein sehr braves Kind.
und bin dann bis so, ich weiß nicht, 80 herum, war ich die Sorge meiner Familie, weil ich eben Kind geblieben ist, bin. Und dann habe ich geheiratet, dann war ich krank. Und dann habe aber die Kinder gekriegt und habe die Kinder noch vor halbwegs streng nicht ganz erzogen, aber trotzdem haben sie die Verantwortung selbst übernommen und sind das geblieben, was sie eigentlich waren. Und sie ist so wie die meisten, haben sie sich angefangen. Und durch das habe ich wieder gelernt, zurückzukommen zum Kind. Und jetzt versuche ich von Moment zu Moment zu leben. Und das ist eigentlich das Beste, was man wahrscheinlich versuchen kann. Das ist gut. Ich habe vor zwei Tagen bin ich hier gesessen mit einem Freund, mit Leon, und habe mit ihm musiziert. Und ich habe mich vorhin gerade erinnert an die Schulzeit, wo meine Chorlehrerin in der Musikschule mir gesagt hat, du singst falsch, du gehst jetzt mit mir zum Direktor. Man muss dazu sagen, ich konnte keine Noten lesen und ich habe nie so gesungen wie die anderen, sondern ich habe immer dazu improvisiert, weil das ist ja langweilig, wenn alle dieselbe Stimme singen, oder? Und ich bin dann mit ihr zum Direktor und ich bin dann degradiert worden zum normalen Schüler. Nicht mehr Musiker, sondern normaler Schüler. Und davon gab es in der ganzen Schule drei. Und dann habe ich das mit der Musik mal sein lassen. Und heute habe ich eigentlich so die Möglichkeit, jede Woche irgendwo Musik zu machen, weil die Leute mich hören wollen. Und wenn ich mich auf die Straße setze, bleiben die Leute stehen. Und wenn ich auf einer Bühne spiele, kommen danach Leute zu mir und wollen mich kennenlernen, wollen wissen, was ich da mache, wieso ich es mache, was ist hinter den Texten, woher kommt das. Und jetzt zum inneren Kind. Ich lebe es jetzt. Ich lebe es jetzt seit einem halben Jahr, lebe ich mein inneres Kind. Und ich habe aufgehört zum Studieren und ich habe keinen Job, keinen offiziellen, aber ich passe auf Kinder auf und ich mache Musik. Und das innere Kind ist die Schöpferkraft. Das innere Kind ist, wenn sich das Weibliche und das Männliche vereint in uns, dann entsteht ein Geburtskanal. Dann entsteht der Geburtskanal für die Schöpfung. Und Schöpfung ist nicht nur Kinder gebären, im Sinne von Kindern, so wie da eins sitzt, sondern ein Kind ist auch ein Projekt oder eine Idee, die man umsetzt oder wie auch immer, ja, ein Traum, den man lange hatte. Und wir wollen ja was erschaffen. Wir haben jetzt so lange den Rahmen gebaut über die letzten Jahre und Jahrhunderte. Es sind Räume gebaut worden, die man nutzen kann, um zu schöpfen, um zu gebären, um Projekte in die Welt zu setzen, die was verändern, die, wow, wo wir alle Spaß haben, wie Kinder, wo wir spielen können, wo wir uns austoben können, Musik machen können miteinander, malen können miteinander, aber auch miteinander reden können, wie erwachsene Menschen über ernste Themen. Wenn es halt notwendig ist oder wenn es uns gerade freut. Ja. Aber einfach, dass wir jetzt den Raum nutzen, um zu schöpfen. Aus dem inneren Kind, aus dem reinen Herzen heraus. So wie Kinder das halt machen. Mama, ich sehe ein Geräusch. Das war mal eine Aussage von mir. Da war ich noch relativ klein. An das erinnere ich mich heute noch gern. Und ich habe wirklich das Gefühl, ich habe dieses Geräusch in der Zimmer gesehen. Ich habe auch, soll man sagen, das Haus gehört. Ich habe nicht drin gewohnt, ich habe es irgendwie durchlebt. Als kleines Kind wollte ich als allererstes einmal Astronaut werden. Und ist eine Zeit lang so gegangen, dann wollte ich Fahrer werden. Und ein wenig später Naturwissenschaftler. Irgendwie hat es dann in meinem Leben äußerst so zusammengewürfelt, dass ich jetzt Physiotherapeut bin und eigentlich alle drei dieser Berufe in einem habe. Mit Sicherheit auch. Auch der Pfarrer, ja. Man greift auf Menschen und man hat manchmal das Gefühl, man greift in die Seele, man greift in andere Dimensionen, man greift in die Psyche, ja, in die Liebe und es erweckt Neugier in einem. Und genau diese Neugier ist dann das, wenn du in einem ruhigen Moment
dich daran wieder erinnerst, was dich da eigentlich aktiviert, das ist genau das, was in der Kindheit war. Und dann brauchst du es immer suchen, das ist schon längst in euch. Ihr müsst bloß Neugier wieder wecken und das Interesse am Leben und euch nicht zuscheißen lassen mit Fernsehen, mit Sarkasmus, mit Bildern, mit Konsumgütern, die wir eigentlich überhaupt nicht brauchen. Es ist nur da zum Ablenken. Alles, was euch irgendwie in eine Panik oder eine Hysterie versetzt, lenkt euch ab von eurem eigenen Kind. Und das solltet ihr einfach wegschieben und das kleine, freudige Licht ganz klein wieder brennen lassen. Ein bisschen Wind dazu, dass die Flamme größer wird. Und dann auf einmal merkt ihr die Euphorie in euch hochkochen und ihr wisst, es kann gar nichts Falsches mehr passieren. Ihr könnt losrennen, es passiert nichts. Es wird genau so, wie es sein soll. Danke fürs Zuhören.